dieser 24. Februar ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa. Mit seinem Angriff auf die Ukraine bricht der russische Präsident Putin abermals eklatant das Völkerrecht. Putin bringt damit Leid und Zerstörung über seine direkten Nachbarn. Er verletzt die Souveränität und die Grenzen der Ukraine. Er gefährdet das Leben von unzähligen Unschuldigen in der Ukraine, dem Brudervolk Russlands. Letztlich stellt er damit auch die Friedensordnung unseres Kontinents in Frage. Für all das gibt es keine Rechtfertigung. Das ist Putins Krieg. Ich habe dem ukrainischen Präsidenten Zelensky heute früh in einem Telefonat gesagt, in diesen schweren Stunden gilt die Ukraine und gilt ihr und ihren Bürgern und Bürgern unsere volle Solidarität. Ziel der Sanktionen ist es, der russischen Führung klarzumachen. Für diese Aggression zahlt sie einen bitteren Preis. Es wird sich zeigen, Putin hat mit seinem Krieg einen schweren Fehler begangen. Lassen Sie noch ein Wort an unsere NATO-Verbündeten in Osteuropa, in Polen, in Armenien, im Baltikum richten. Ich möchte Ihnen ausdrücklich versichern, wir verstehen eure Sorgen im Angesicht dieser Entwicklung mit Ihnen. Wir werden euch zur Seite stehen. Deutschland steht zur Beistandspflicht der NATO. Die Lage ist sehr ernst. Russlands Präsident Putin möchte ich dazu aufrufen, den militärischen Angriff sofort zu stoppen, den Blutvergießen Einhalt zu gebieten und seine Truppen vom Territorium der Ukraine vollständig zurückzuziehen.